TropFM, Ausgabe Nummer 293, Start der 13. Season. Wir schreiben den 22. Februar 2013 und mein Live-Gast heute Abend ist Professor Klaus Turtur, Titel der Sendung und er dreht sich doch. Ja, bei mir ist zu Gast Professor Klaus Turtur, studierte Physik an der Universität Bonn und promovierte in angewandter Physik bei Professor Dr. Horst Hoffmann an der Universität Regensburg. Parallel zu seiner Professur für Physik an einer Fachhochschule forscht er auch auf dem Gebiet der Nullpunktenergie des Quantenvakuums. Ja, und freue mich sehr, dass wir eine weitere Gelegenheit haben, Sie kommen laut rein, zu sprechen. Schönen guten Abend, Herr Turtur. Einen wunderschönen guten Abend und ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview und dieses Gespräch heute führen dürfen. Dankeschön. Ja, ich freue mich natürlich auch. Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Arbeit, die Sie hier machen. Wie ich es auch im Ankündiger geschrieben habe, ich meine, Ihr Telefon rauscht unglaublich. Aber okay, wie ich schon im Ankündiger geschrieben habe, es gibt sehr viele Menschen, die sich also mit diesem ganzen Thema sogenannten freien Energie auseinandersetzen, die also hier forschen und auch Prototypen versuchen zu bauen. Aber so weit wie Sie kommen eigentlich nur wenige. Und das ist natürlich extrem spannend. Und vor allem, weil Sie dann ja auch eine konkrete Idee haben, wie man das in einen sehr leistungsfähigen Generator dann weiterführen könnte, wenn das alles so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Wir haben ja das Prinzip des Ganzen schon in der vorigen Sendung erklärt. Wir haben also kurz das Konzept des, oder eigentlich recht ausführlich das Konzept des Prototypen vorgestellt. Wir wollen heute eigentlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen von dem Ganzen und schauen, wo gibt's da, was gibt es da noch für Möglichkeiten, was ist da, ja, was gibt es vielleicht für Probleme bei dem Ganzen, vor allem wenn man dann den leistungsfähigen Generator bauen möchte, etc. Gleich am Anfang, was gibt es denn seit der letzten Sendung? Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen, irgendwelche neuen Erkenntnisse etc.? Neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es auf meiner Seite deshalb nicht, weil ich keine Möglichkeiten hatte und auch immer noch nicht habe, die Arbeiten aktiv fortzusetzen. Was ich gemacht habe, ist die Öffentlichkeitsarbeit und Informationsarbeit, also den Menschen zu erzählen, dass man diese Raumenergie nutzen kann. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch ein kleines Video von 10 Minuten, das heißt der Magnetmotor, das Prinzip auch verständlich erklärt für Kinder. Genau, das ist auch sehr interessant. Ich glaube, ich habe es auch mal irgendwann in den News verlinkt gehabt. Sonst könnte man es eigentlich vielleicht noch zu der Sendung dazu verlinken. Was jetzt verlinkt ist, ist einer der vielen Vorträge, die Sie da gehalten haben. Also es ist bewundernswert, Sie touren da wirklich durch die Lande. Vielleicht können Sie noch mal kurz umreißen für Leute, die da jetzt völlig neu einsteigen. Warum mussten Sie denn Ihre Forschungsarbeit, die ja eigentlich ja, recht vielversprechend aussieht, warum mussten Sie die eigentlich einstellen? Ich musste die Forschungsarbeit nicht einstellen, sondern ich habe mich selber dafür entschieden. Und zwar aus dem Grund, ich habe keinerlei Ressourcen. Also ich habe meine Forschung bisher immer vollständig aus privatem Budget bezahlt, also namentlich von dem Geld, was mir meine Frau jeden Monat vom Haushaltsgeld übrig lassen konnte und habe es in meiner Freizeit gemacht. Nun sind die Fragestellungen größer geworden, also 150 Nanowatt als Gast mal an einer Uni so ein bisschen probieren, das geht, das kann man nebenbei machen, aber paar Watt oder paar Kilowatt, das ist mehr Leistung und da braucht man auch mehr Aufwand. Das schafft man einfach so in diesem Rahmen nebenbei nicht mehr. Und die Forschungsinfrastruktur, die man dafür bräuchte, die steht mir nicht zur Verfügung. Und da habe ich mich halt entschieden, bevor ich jetzt nur rumprobiere, um zu merken, dass die Ressourcen nicht ausreichen, lasse ich es lieber ganz. Weil wenn ich nur feststellen würde, die Ressourcen reichen nicht, dann stelle ich mich irgendwann auf das Niveau von 100.000 Bastlern, die alle probieren und nichts zu Wege bringen. Und eben dort sehe ich meinen Weg nicht. Nein, ja, das kann ich nachvollziehen. Wie kann man sich eigentlich auf die Idee, ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Sendung besprochen haben, weil da haben wir uns gleich irgendwie in Medias Res gestürzt, aber wie kann man sich eigentlich auf die Idee, den Raum zu erforschen? Wir sprechen da ja von Raumenergie. Wie sind Sie denn auf diese Arbeit eigentlich gekommen?
Der Begriff Raumenergie war mir, als ich das angefangen habe, noch völlig unbewusst. Als ich das begonnen habe, das war im Jahr 2000 oder 2001, im Februar in den Semesterferien, da hatte ich mich hingesetzt und gesagt, ich mache nie wieder Physik, ich mache jetzt Philosophie, Naturphilosophie. Und fing dann an, aus meinen Physikbüchern solche Sachen zusammenzutragen, wie zum Beispiel die Nullpunktswellen des Quantenvakuums beim Casimir-Effekt, wie diese n plus 1/2 Hardware Omega aus der Quantentheorie für den harmonischen Oszillator, wie zum Beispiel die Vakuumpolarisationsereignisse nach Feynman. Und da wurde mir immer mehr und mehr klar, da gibt's irgendwas im leeren Raum, was wir wohl wissen, was auch in den Büchern bestätigt ist, aber was irgendwie nicht weiter erforscht wird. Und dann habe ich gesagt, ich wende mich diesen Themen zu, und da hatte ich es zunächst Vakuumenergie genannt, um auszudrücken, das ist eine Energie, die auch im leeren Raum ist, also ich brauche nichts an sichtbaren Objekten, und Vakuum ist ja definiert als der Raum ohne sichtbare Objekte. Ich habe mich dann später erst viel später entschieden, den allgemein oder den häufig üblichen Begriff der Raumenergie zu benutzen, weil ich mit Vakuumenergie, also mit dem Namen Vakuumenergie, viele Menschen verwirre, weil die sich eingebildet haben, man müsste die Luft wegpumpen. Und das ist ja nicht der Fall. Eigentlich am treffendsten wäre, wenn man sagen würde, die Nullpunktsenergie der elektromagnetischen Wellen im Quantenvakuum, aber das wollte ich nicht als Begriff gebrauchen, weil die ja nur ein sehr kleiner Teil von dem sind, was da im Raum drin ist. Es gibt ja auch sonst noch diese kosmologische dunkle Energie, auch die ist im leeren Raum drin, und deswegen wollte ich mich nicht nur auf einen einzigen Namen wie die Nullpunktenergie beschränken, sondern habe halt gesagt, mit Raumenergie, das ist alles, was im Raum unsichtbar und leer vorhanden ist. Und warum wollten Sie sich nie mehr mit Physik beschäftigen? Was hat Sie da so frustriert? Ich weiß nicht, ob mich das frustriert hat, aber ich fand es einfach in dem Moment relativ langweilig. Es gibt ja manchmal diese Geschichten, Schopenhauer hat es mal so formuliert, der Mensch glaubt, dass das Ende seines geistigen Horizonts auch das Ende der Welt sei. Und so wie Heisenberg seinerzeit von seinem Professor erfahren hat, die Physik weiß inzwischen alles und es gibt nichts Neues mehr zu erforschen, so hatte ich zu der Zeit auch in meinem Kopf die Idee, ja, eigentlich finden wir alles in den Physikbüchern, eigentlich ist die Welt im Wesentlichen erforscht, da gibt es nichts Neues mehr in der Physik, deswegen mache ich jetzt Naturphilosophie. Aber auf dem Weg bin ich eben dann drauf gestoßen, dass es eben doch sehr viel Neues in der Physik gibt, und so kam es nach ein paar Wochen, dass meine Frau meine Skripten, die ich mir selber geschrieben habe, anschaut und sagt, na, für Philosophie sind da viel zu viele Formeln drin, du bist doch wieder mitten in der Physik. Sie sind dann doch nicht weggekommen davon, ne? Hat sie wieder eingeholt. Ja, natürlich. Was ja gut ist, ne? Und so neu ist es ja eigentlich gar nicht, diese Forschung, die Sie da jetzt betreiben. Es ist irgendwo ein bisschen eine renegate Forschung, weil es ist ein bisschen geächtet, wenn man das so sagen kann. Aber es gab ja immer wieder Menschen, die sich also mit diesem Phänomen beschäftigt haben. Es gab auch Experimente, die in dieser Richtung Dinge nachgewiesen haben. Also so neu ist es eigentlich nicht, wenn man nur die Umsetzung in mechanische Energie, die direkte, die ist wahrscheinlich relativ unbekannt zumindest. Selbst die Umsetzung in mechanische Energie ist nicht neu. Es fuhr ja 1930 der Nikola Tesla schon mit einem raumenergiegetriebenen Auto. Also, ja, das ist zumindest eine Legende. Also ich meine, Beweise gibt es dafür leider keine. Ne? Jein. Also es gibt in Hamburg den Klaus Jebens, der ist jetzt 87 Jahre plus minus eins. Also der ist sehr, sehr alt. Und der war 1930 ein vierjähriges Wichtel und da fuhr sein Papa nach Amerika. Und eigentlich sollte er den Thomas Alva Edison besuchen, aber bei der Reise hat Heinrich Jebens als Reichsleiter des Deutschen Reichserfinderamtes, so hieß es eben 1930 damals, den Nikola Tesla persönlich kennengelernt und durfte mit seinem Raumenergieauto mitfahren. Tesla hat ihm sogar den Konverter gezeigt. Papa Jebens hat seinem Sohn sogar mit Handbewegungen vorgeführt, wie groß das Ding war, hat gesagt, da sind viele Glasröhren drin. Das hat mir der Sohn Jebens persönlich, als ich ihn in Hamburg besucht habe, erzählt.
Und der war davon überzeugt, dass sein Papa wirklich mit einem raumenergiegetriebenen Auto mitgefahren ist, so wie sein Vater eben ihm das überliefert hatte, aus eigenem Erleben. Ja, das ist jetzt kein Beweis, der jetzt irgendjemanden überzeugt, der jetzt mit diesem Mann nicht selbst, also sie mag es durchaus überzeugt haben, das kann ich auch nachvollziehen, aber Beweis im Sinne von Dokumenten, Fotos, keine Ahnung, Filmaufnahmen, die gibt es eben nicht von diesem, es war glaube ich ein Piers Morgan oder so ähnlich hieß das Auto, das er da mit freier Energie betrieben haben soll. Piers Arrow. Piers Arrow. So. Morgan JP Morgan war das dann finanziert. Ja, finanziert ja. Hat und dann irgendwann die Finanzierung eingestellt hat. Nee. Sicher, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, so wie wir heute wissenschaftliche Beweise führen. Also so wie ich zum Beispiel an der Uni Magdeburg meinen Rotor betrieben habe oder so wie zum Beispiel im Massachusetts Institute of Technology kleine Leuchtdioden mit einem Wirkungsgrad von etwas über 200% gezeigt wurden. So ist es natürlich bei dem Beispiel Tesla nicht, weil da keine wissenschaftlichen Beweise vorliegen. Gutes Stichwort. Also ich hab mir dieses Paper durchgelesen, ich glaube 230% Effizienz hatte die. Das heißt, die Lichtausbeute war 230% höher als die Energie, die elektrische Energie, die da reingegangen ist. Hochinteressant. Wenn man sich das Paper genau durchliest, und da muss ich jetzt gleich sagen, ich hatte einmal eine Vorlesung in Halbleiterphysik, aber die war relativ, sage ich mal, eher so ein Überblick. Hochkomplexes Thema. Ich habe da nur einen Bruchteil verstanden, natürlich von diesem Paper. Aber da wird offenbar Wärme in Energie umgewandelt und so, zumindest ist das jetzt also das Postulat in diesem Paper, oder vermutet man, kommt jetzt dieser Overunity-Effekt zustande und das wiederum ist also in den Wurzeln, geht das zurück bis, glaube ich, auf die 50er Jahre, wo da schon Leute solche Effekte festgestellt haben. Kann man da jetzt überhaupt von Raumenergie sprechen? Denn also in dem Paper wird zumindest beschrieben, dass da Wärmeenergie also umgewandelt wird. Ich habe bewusst an der Stelle nicht von Raumenergie gesprochen, auch nicht von Nullpunktsenergie des Quantenvakuums. Ich habe bewusst nur gesagt, da wird eine Overunity berichtet. Okay. Es ist nicht so, dass man weiß, dass Wärme umgewandelt wird, aber es ist auch nicht so, dass man weiß, dass keine Wärme umgewandelt wird. Es wird einfach diskutiert, wo kommt jetzt die Energie her. Und es heißt, wir haben so einen Verdacht, es könnte Wärme sein, aber wir können es weder beweisen noch widerlegen. Wäre es Wärme, das heißt, ich stecke elektrische Leistung rein und wandle zusätzlich noch Wärme mit um, ohne einen Temperaturgradienten zu machen, wohlgemerkt, dann wäre es ein Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, oder aber es wäre ein in Übereinstimmung mit dem zweiten Hauptsatz ein Raumentropiewandler. Also da, wenn ich sage, ich wandle Raumenergie, dann kommt von irgendwoher Energie aus dem bloßen Raum. Und zunächst einmal stellt sich die Frage, wo kommt sie denn her? Sind es Nullpunktwellen oder was ist es sonst? Dann muss ich aber sagen, irgendwo aus dem unsichtbaren Etwas ziehe ich Energie und es wäre dann eben ein Raumenergiewandler, damit man die Energie des Raumes im ersten Hauptsatz der Thermodynamik drin hat. Und bei dem Ding von dem MIT ist es halt so, dass man sagt, wenn es denn aber nicht Energie aus dem Raum ist, dann müsste es ein thermodynamischer Effekt sein und damit Entropie aus dem leeren Raum, und dann könnte man es als Raumentropie-Konverter bezeichnen. Die Frage wird in dem Artikel nicht beantwortet, sondern gestellt und diskutiert, wo kommt jetzt die Energie her. Aber das sage ich ja. Als Pragmatiker, letztlich wäre es mir für die Versorgung der Menschen mit sauberer Energie egal, ob es ein Raumenergiewandler oder ein Raumentropiewandler ist. Hauptsache, wir können die Menschen umweltfreundlich versorgen. Was natürlich extrem faszinierend ist, ist, dass da quasi ein Kühleffekt entsteht. Wenn man jetzt ein bisschen sich mit Mikroprozessortechnologie beschäftigt hat, ein großes Problem ist da ja immer die Erwärmung, die Überhitzung. Man muss das dann auch kühlen. Je mehr Leistung, je höher der Takt geht und so weiter, desto mehr Leistung wird verbraten. Das ist einfach immer ein großes Problem. Wäre es da vielleicht ein vielversprechender Ansatz, wenn man mit dieser Technologie, die da quasi erforscht wird, auch in diesem Paper und besprochen wird, könnte man da dieses Kühlproblem lösen, Ihrer Meinung nach? Dafür ist die Leistung sicher zu schwach. Es gibt
den Fall, dass man an einen Draht oder, man muss sagen, um korrekt zu sein, an zwei Drähte, elektrische Spannung anlegt und es fließt ein kleiner Strom und man kann einen Kühler davon bauen. Das ist klassisch bekannt unter dem Namen Seebeck-Effekt. Und diese Seebeck-Kühler, die kann man zum Beispiel auch kaufen, wenn man im Baumarkt einen Kühler kauft, den man im Automobil an den Zigarettenanzünder anschließt, also da an die 12 Volt. Diese Seebeck-Kühler, die werden tatsächlich mit elektrischer Leistung betrieben und dann wird davon Kälte erzeugt, aber es ist eben nicht so, dass nur an einer Stelle Kälte erzeugt wird, sondern an anderer Stelle wird mehr Wärme erzeugt. Also ich stecke Energie rein und die muss ja irgendwo hin. Und dass hier bei dem Massachusetts Institute of Technology ein ganz anderer Effekt ist, der mit dem Seebeck-Effekt überhaupt nichts zu tun hat, ist wohl klar. Der Seebeck-Effekt wird auch in dem Artikel überhaupt nicht angesprochen. Also auf die Weise kann man sicherlich nicht elektrische Schaltungen kühlen. Okay. Wird aber, glaube ich, sogar in diesem Paper angesprochen. Das ist ja schon eine Zeit lang her, dass ich es gelesen habe. Aber ich glaube, das wird sogar dort irgendwie angedeutet. Aber egal. Also ein Raumentropiewandler ist für mich jetzt wieder ein neuer Begriff, der mir jetzt nicht allzu viel sagt, aber gut. Gehen wir jetzt zurück zu Ihrem Aufbau und zur Theorie darüber. Sie sagen auch, also der Raum wird verheizt, unter Anführungszeichen. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Ist das jetzt wirklich eine brauchbare Analogie, wenn man sagt, der Raum wird verheizt? Und was sind da die theoretischen Grundlagen dazu? Ja, das Wörtchen verheizt habe ich so ein kleines bisschen populistisch hingestellt, okay, damit die Menschen einfach verstehen, von nichts kommt nichts. Also ich kann mir nicht einbilden, dass ich aus dem Raum Energie entnehme und würde den Raum nicht verändern, sondern wenn ich dem Raum Energie entziehe, dann fehlt hinterher dem Raum diese Energie. Das ist einfach eine Tatsache. Also von nichts kommt nichts und das ist Energieerhaltung und das ist halt so. Deswegen wollte ich das einfach mal mit dieser sehr plakativen Ausdrucksweise rüberbringen, dass ich sage, dass der Vergleich fing damit an, dass ich sage, wenn ich in meinem Kachelofen zu Hause mir die Bude heize jetzt im Winter, dann tue ich einen Scheit Holz rein und das Holz wird verheizt und macht mir Wärme. Und entsprechend ist es halt, wenn ich mit dem Raumenergiekonverter elektrische Leistung zum Beispiel erzeuge, dann muss auch irgendetwas verändert werden, wo diese Leistung herkommt. Und die Energie dafür, die kommt halt aus dem Raum und ich verändere damit die Struktur des Raumes. Das kann man sich vorstellen, da gab es bei der Russischen Akademie der Wissenschaften einen Arkadi Popov, der hat Zusammenhang zwischen der relativistischen Krümmung der Raumzeit in der allgemeinen Relativitätstheorie und elektrischen und magnetischen Feldern theoretisch erklärt. Der geht also runter bis auf Einsteins Feldgleichung, also eine ganz fundamentale theoretische Arbeit, die ich jetzt an der Stelle auch nicht voll erfassen möchte oder erläutern kann. Aber er zeigt eben auf, dass man aus der Struktur der relativistischen Raumzeit eine Veränderung, oder dass man in der Struktur der relativistischen Raumzeit eine Veränderung machen muss, um eben diese Raumenergie entnehmen zu können. Das ist letztlich das, was dabei rauskommt. Und für mich ist es dann auch klar verständlich, weil in der Relativitätstheorie ja diese kosmologische Konstante, dieses Groß-Lambda von Einstein eingeführt wurde. Und an der Stelle passiert eben irgendwas. Ja, das ist eben auch ein bisschen das Problem. Also wir können hier immer nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen, weil also ich inklusive und die Großzahl der Hörer sind einfach Physiklaien oder Halbleien. Und hier kommen wir ganz schnell in sehr komplexe Gebiete rein. Aber dennoch, ich möchte einfach versuchen, dass wir das trotzdem so möglichst gut beleuchten und auch vielleicht Anregungen geben. Eigentlich, was ich am tollsten fände, ist, wenn sich Leute aufgerufen fühlen durch diese und andere Sendungen, die vorherige Sendung, die ich mit ihnen gemacht habe, sie zu widerlegen. Einfach einmal herauszufinden, wo irrt sich dieser Mann. Weil einfach nur zu sagen, ja, also ich habe da auch diese YouTube-Kommentare teilweise durchgelesen zu ihren Vorträgen. Das ist teilweise furchtbar. Also, es wird einfach nur diffamiert und ja, der spinnt einfach. Es ist ein bisschen zu wenig. Ja.
Also wenn sich da jetzt irgendjemand, der tatsächlich ein fundamentales Verständnis von Physik hat, aufgerufen fühlt, da quasi jetzt Löcher in ihre Theorie zu schießen, das ist ja eigentlich so üblich. Also das ist ja der wissenschaftliche Diskurs, das ist ja überhaupt nichts, das ist ja nicht böse gemeint. Es ist auch sogar in der Softwareentwicklung so, wenn jemand irgendwie ein Design vorstellt, dann setzt man sich im Team zusammen und die anderen versuchen, das zu Fall zu bringen. Und wenn es dann ein paar Sessions übersteht, dieses Design, dann weiß man nur, das kann was. Und so ähnlich ist es ja, oder vielleicht noch im viel stärkeren Maße, ist es ja, wenn jemand tatsächlich jetzt bahnbrechende neue Dinge behauptet oder Hypothesen aufstellt, dann müssten eigentlich Leute, die jetzt wirklich konstruktiv, aber auch eben fundiert da das kritisieren können, müssten eigentlich sofort auf den Plan gerufen sich fühlen und da wirklich versuchen, Löcher in die Theorie zu schießen. Aber das, auf das werden wir eh noch zu sprechen kommen, ist bis jetzt ja noch fast gar nicht passiert. Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Ja, natürlich. Den klassischen Begriff, der sagt, die Verteidigung einer Dissertation. Ja, also wenn richtig. Jemand seine wissenschaftliche These darstellt, dann muss er die verteidigen. Das ist in meinem Fall traurigerweise nicht ernsthaft versucht worden. Also es wurde nur versucht, wirklich unsachlich zu argumentieren oder zu diffamieren, aber es hat leider nie eine fachliche Aufarbeitung auf Universitätsniveau stattgefunden und das ist sehr traurig. Ja, das ist sehr traurig. Eine der großen Fragen natürlich jetzt bezogen auf Ihren Prototypen, warum dreht sich dieser Rotor eigentlich? Ja? Kann das elektrostatische Feld tatsächlich die Ursache sein? Ist die Geometrie überhaupt in der Lage jetzt mit diesen Rotorblättern, die da schräg gestellt sind, dass da diese Drehwirkung entsteht? Und ich habe da sehr viel nachgedacht jetzt in den vergangenen Wochen. Es war ja jetzt eine lange Pause und es ist natürlich auch ein Thema, das mich wirklich fasziniert. Sie haben ja zum Beispiel mit dieser Software ENSYS, das ist Engineering Simulation Software, ich glaube, die haben Sie ja verwendet, oder? Ja, das ist richtig. Also ich habe zwei finite Elemente Läufe probiert. Einen selber programmiert, den ich aus eigenem Antrieb entwickelt habe. Und als zweites eben dieses ENSYS. Ich konnte es ja, als ich mit meinem eigenen Algorithmus das bestätigt hatte, auch nicht glauben. Ich habe auch irgendwie gedacht, das spinnt ja, ich habe da irgendwie einen Quatsch drin. Und erst als ENSYS das bestätigt hat, habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann muss ich es experimentell überprüfen. Ich kenne diese Software nicht. Kann man mit dieser Software also wirklich den geometrischen Aufbau Ihres Versuchs modellieren? Und ergibt sich dann tatsächlich die Kraft in Drehrichtung? Ja, richtig. Genau so ist es. Das heißt, Sie haben also wirklich diesen Rotor, so wie Sie ihn dann später gebaut haben oder vorher eigentlich gebaut haben, glaube ich, modelliert mit dieser Software und dann sagt Ihnen die Software, das Ding dreht sich. Ich habe nur ein einziges Rotorblatt modelliert. Okay, sehr wurscht. Also es sind drei Rotorblätter. Im Grunde genommen ist es ja egal, ob ich sage, ich modelliere ein Rotorblatt oder drei gleichartige, jedes alle 120 Grad wieder eins. Das heißt, ich habe aus Bequemlichkeit ein einziges Rotorblatt modelliert und gesagt, insgesamt ist dann halt bei drei Blättern die Kraft dreimal so groß. Und ich habe natürlich auch die Feldquelle dazu modelliert und man muss bei dem ENSYS dann als Randbedingungen elektrische Potenziale oder Ladungen angeben und dann berechnet ENSYS Kräfte und Drehmomente und solche Dinge. Faszinierend. Jetzt, aber wenn man das mit dieser Software eigentlich, das ist ja eigentlich ein Beweis, oder? Ich meine, wenn sogar die Software, mit der ja in der Industrie gearbeitet wird, ihren experimentellen Aufbau bestätigt, dann ist es zumindest ein Beweis, dass jetzt also dass die Kraft eigentlich durch das elektrostatische Feld entsteht, oder? Oder modelliert die dann auch, oder simuliert die dann auch Ionisation und solche Dinge? Nö, sowas ist nicht drin. Also okay. Luftmoleküle und Ionen modelliere ich natürlich nicht. Ich wüsste auch gar nicht, ob man sowas modellieren kann, sondern es ist wirklich durch das elektrostatische Feld. Ja, aber warum ist es dann... Moleküle mitmodellieren, das stelle ich mir sehr, sehr kompliziert vor. Auf jeden Fall, aber ja. Das Witzige ist ja, dass auch die Werte, die ENSYS mir für das Drehmoment angibt, tatsächlich zu den Messwerten passen. Ja. Das ist wirklich faszinierend. Dennoch hat man ja dann von Ihnen verlangt, also der logische Schluss, der sich für mich da ergibt, ist, okay, Sie modellieren das mit dieser Software, wenn die tatsächlich jetzt nur das elektrische Feld als Eingangsgröße betrachtet und auch als Effekt und Wechselwirkung, ja,
dann ist es ja bewiesen, dass es aus, dass die Kraft quasi durch das elektrische Feld verursacht wird. Aber dennoch, man hat sie dann also aufgefordert zu beweisen, dass das nicht durch Ionisation passiert, und sie haben das dann im Vakuum versucht. Ne? Das haben wir eh in der letzten Sendung besprochen. Ich habe, wie gesagt, mit einigen, die also jetzt wirklich Physiker sind, über das gesprochen. Der Tenor war immer, das kann es nicht geben, aber was da jetzt genau der Denkfehler ist, weiß ich auch nicht. Ja? Also gut. Aber ich habe ein paar interessanten Input bekommen. Einer davon war, wenn Sie jetzt, also Sie haben das dann, um das zu widerlegen, diese These, dass da also ionisierte Teilchen beschleunigt werden durch das Feld, was natürlich passiert, und dann diesen Rotor klassisch antreiben, haben Sie das im Vakuum probiert. Wie weit haben Sie da abpumpen können? Na, es sind einige 10 auf minus 5 Millibar. Das passiert Folgendes. Ich bringe den Rotor in den Pumpstand rein. Da ist im Moment, also ich sage es chronologisch, wie man den Aufbau macht. Also ich habe den Pumpstand offen, da muss ja der Deckelflansch ist aus Acryl durchsichtig, dass man zugucken kann, wie der Rotor sich dreht. Und wenn ich den Rotor reinmachen will, dann muss ich den Deckel runter tun. Dann bringe ich den Rotor rein, dann setze ich den Deckel drauf, schalte noch nicht die Pumpe ein, lege Ladung auf die Feldquelle und gucke zu, wie der Rotor sich in dem Pumpstand drinnen dreht, noch mit Luft drin. Und dann fange ich an, die Pumpe einzuschalten und pumpe langsam ab, bis ich so einige Zehntel Millibar Druck drin habe. Und bei diesem Druck, das weiß man aus dem sogenannten Paarschen-Gesetz, wird die Luft relativ gut leitend. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Ionen und man sieht auch Leuchterscheinungen in Grün, in Violett, in verschiedensten Farben, je nach Zusammensetzung des Restgases. Und ich konnte auch durch den Acrylgasdeckel diese Leuchterscheinungen sehen. Und wenn die Leuchterscheinungen da sind, dann bleibt der Rotor stehen, dann hat er sich nicht mehr gedreht. Was ganz klar zeigt, dass eben die Ionenbildung nicht das Entscheidende sind. So, und dann pumpt die Pumpe weiter ab, bis ich zu einigen 10 noch minus 5 Millibar komme. Also es ist schon wirklich gutes Hochvakuum, noch nicht Ultrahochvakuum, aber wirklich gutes Hochvakuum. Und an der Stelle fängt der Rotor, wenn dann die Ionen weg sind, alle abgepumpt sind und keine Leuchterscheinungen mehr da sind, dann fängt der Rotor wieder an, sich zu drehen. Nochmal, wie weit pumpen Sie da ab? 10 hoch? Bis einige 10 hoch minus 5 Millibar. 10 hoch minus 5 Millibar. Denn also, es ist ja so, dass wenn man quasi, also im wenn man jetzt abzupumpen beginnt und der Unterdruck, also immer größerer Unterdruck entsteht, begünstigt das ja auch zum Teil die Ionenbildung. Ne? Und da, sagen Sie, haben Sie dann festgestellt, dass der Rotor dann sich aufhört zu drehen. Ja, richtig. Das ist heißt nur bei einigen 10 hoch minus 1 Millibar. Aha. Also es ist um 4 bis 5 Zehnerpotenzen mehr Druck, auch bei 1, 2, 3 Millibar noch. Also um etwa 4 bis 5 Zehnerpotenzen mehr Luftdruck, als ich dann beim Drehen hatte. Da gibt es eine Phase beim Abpumpen, wo die Ionenbildung aufgrund des Paarschen-Gesetzes sehr stark begünstigt wird und da bleibt der Rotor stehen, das stimmt. Bedeutet das, dass durch die Ionisationsbewegung eigentlich der Rotor sich in die andere Richtung drehen würde? Na, es bedeutet zumindest, dass die Ionen den Rotor stören. Okay. Ob sich dann bei hinreichend vielen Ionen der Rotor gleich andersrum drehen würde, das habe ich nicht weiter untersucht, weil mir es überhaupt nicht um die Frage der Ionen ging. Die Ionen waren ja für mich nur störend. Das bedeutet nur, dass die Ionen, über die immer gesprochen wurde, im Sinne des Biefeld-Braun-Effekts, die Rotation nicht verursachen, sondern stören. Ein weiterer, sage ich mal, Anregung, die ich da bekommen habe, war, es kann, Sie sind da im Milli-Nano-Watt-Bereich und auch jetzt da von der mechanischen Leistung in sehr, sehr kleinen Bereichen. Also wir sprechen hier von einer winzigen mechanischen Energie. Ich glaube, wie groß ist die mechanische Energie jetzt nochmal? Wir sprechen von einer mechanischen Leistung bei 150 Nanowatt. Und es ist natürlich nicht trivial, so eine kleine mechanische Leistung zu messen. Das meint wahrscheinlich der Frager. Ja, und da gab es also zwei Dinge. Das eine, Sie könnten ja eigentlich das Ganze direkt auf einem Torsionsfaden aufhängen und würden sich dann irgendwie die Ölflüssigkeit und so weiter sparen oder den Schwimmer.
könnten dann auch viel höheres Vakuum erzeugen, weil das Problem ist natürlich ein bisschen, sobald sie da jetzt abpumpen anfangen und das im Vakuum versuchen. Und wie gesagt, da muss man jetzt die letzte Sendung sich anhören, oder es gibt eine Bildseite, da sieht man Bilder dieses Versuchsaufbaus und auch des ersten Versuchaufbaus. Also eine Anregung war, man könnte das doch von vornherein an einen genormten Torsionsfaden aufhängen, würde sich dann das Öl sparen und könnte dann wahrscheinlich sogar noch weiter runtergehen mit dem Vakuum. Ja, ich habe mit einem Torsionsfaden, also mit einer Torsionswaage, in der Tat die Leistung gemessen, aber nicht im Vakuum, sondern mit demselbigen Öl, mit demselbigen Rotor und so weiter, mit dem Originalaufbau, aber ohne den Deckel der Vakuumapparatur drauf. Das Problem ist, um so kleine Leistungen zu messen, brauche ich eine sehr, sehr feine Torsionswaage. Also ich habe so einen ganz dünnen Kupferdraht, das waren, ich weiß nicht mehr ganz genau, 40 oder 50 oder 60 μ. Also so ein paar zig μ Durchmesser, den Kupferdraht. Und der musste einen guten halben Meter lang sein. Und ich habe natürlich keine Vakuumkammer, die so groß ist, dass ich die komplette Torsionswaage da reinbringe. Und deswegen musste ich halt diesen Zwischenschritt gehen, dass ich sage, in situ, also im Vakuum drin, messe ich die Drehzahl auf dem Öl und dann messe ich ex situ mit der feinen Torsionswaage, welche Leistung bedeutet welche Drehzahl. Das ist übrigens ein Verfahren, das bei den Maschinenbauingenieuren absolut altbekannt ist, dass man sagt, ich stelle zwischen der Drehzahl und der Leistung bei bekanntem Reibungswiderstand einen Zusammenhang her. Ein anderer Vorschlag war, um jetzt die Messgenauigkeit zu erhöhen, war, diesen Rotor einfach größer zu bauen. Weil da natürlich ein bisschen größere Leistungen im Spiel sind. Aber das, naja, ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich auch eine Geldfrage. Ne? Auch das ist tatsächlich eine Geldfrage. Ich durfte als Gast an der Uni Magdeburg diesen Vakuumpumpstand mit der Turbomolekularpumpe mitbenutzen. Und der hatte einen Durchmesser von 10 Zentimetern und da musste ich natürlich den Rotor etwas kleiner bauen, also 4, 5, 6 Zentimeter sowas im Durchmesser. Wir haben verschiedene Rotoren probiert, weil der Rotor ja nicht an die Wand der Vakuumkammer anstoßen darf, sonst klebt er einfach mit dem Öl dort fest und dann darf ich die Apparatur belüften und den Rotor wieder freimachen. Außerdem sind die Wände der Vakuumkammer auch aus Edelstahl, also metallisch, und führen die elektrischen Feldlinien. Das heißt, der Rotor muss ein Stück kleiner sein als die Vakuumkammer, sonst habe ich ein Problem mit der Geometrie des elektrischen Feldes. Naja, wenn Sie einmal bewiesen haben, dass es im Vakuum auch funktioniert, können Sie ja wieder vom Vakuum rausgehen und einfach quasi Ihren ersten Versuchsaufbau, den man also da auch im Bild dann sieht, wenn man raufklickt beim Ankünder, den einfach größer zu bauen, der also noch auf Wasser schwimmt. Das habe ich sogar auch gemacht. Also ich habe auch einen Aufbau mit 46 Zentimeter auf dem Wasser, auf der Duschkabine schwimmen lassen. Da wären dann die gewandten Leistungen tatsächlich etwas größer. Also nach der Theorie ist es so, dass die Leistung mit R Quadrat steigt. R ist der Radius des Rotors. Also quadratisch mit dem Radius oder Durchmesser des Rotors steigt. Und ich habe tatsächlich bei dem Aufbau auf der Duschkabine auch etwas größere Leistung wandeln können. Interessanterweise ist Folgendes, ich habe, weil Sie die Sache mit dem Torsionsfaden ansprechen, einmal die Feldquelle an einem Torsionsfaden aufgehängt und den Rotor schwimmend auf Öl und alternativ auch auf Wasser und habe dann, um meine Kalibrierung der Leistungsmessung zu überprüfen, versucht, ob ich Aktio gleich Reaktio feststellen kann. Also der Rotor dreht sich in die eine Richtung, wo ist zu der Kraft die Gegenkraft? Wenn ich behaupte, dass es keine Luftmoleküle sind, dann müsste ja irgendwo die Gegenkraft sein. Und siehe da, tatsächlich nimmt die Feldquelle, die am Torsionsfaden der Torsionswaage aufhängt, das Gegendrehmoment auf. Also hier gilt wirklich der Drehimpulserhaltungssatz. Das konnte ich so etwa mit 4-5% Messgenauigkeit tatsächlich nachweisen. Der Rotor dreht in die eine Richtung und die Feldquelle dagegen. Okay. Die Zahlen von diesem größeren Rotor haben Sie aber nicht veröffentlicht, oder? Doch, das war sogar eine meiner allerersten Publikationen. Okay. Ist das, findet man allerdings damals bei der Veröffentlichung noch nicht auf Leistung ausgewertet. Okay. Aber da waren die allererste Publikation hatte ich ja nicht im Vakuum, sondern zu Hause auf der Duschkabine. Da hatte ich so etwa eine Stunde und 10 Umdrehungen beobachtet und danach wurde es mir langweilig, dann habe ich es ausgeschaltet.
Da hatte ich nur keine Kalibrierung des Schwimmwiderstands bei der hydrostatischen Lagerung auf dem Wasser gemacht und deswegen die Umrechnung in die Leistung nicht mit veröffentlicht. Genau, also wir reden hier von wenigen Umdrehungen pro Stunde. Das heißt also, nur damit er keinen falschen Eindruck kriegt, von was für Leistungen wir bei diesen Prototypen reden. Das ist ja wirklich. Ja gut, ich habe auch auf Spitzenlagerung, also auf einer Nadelspitze, die Rotoren laufen lassen. Ich habe das auch manchmal jetzt bei öffentlichen Vorträgen vorgeführt. Da kann man auch 5 oder 10 Umdrehungen pro Sekunde sehen. Die Spitzenlagerung ist sehr reibungsarm und da kann man den Rotor auch schneller laufen lassen. Ja, aber alles das, was wir da besprechen, ist natürlich nur rein ein theoretischer, um eigentlich die Theorie zu beweisen. Und daraus kann man jetzt überhaupt keine Leistung ziehen. Und Sie haben einmal hochgerechnet, das wäre also, keine Ahnung, ein Riesengebäude und dann kriegt man gerade mal 100 Watt raus oder so. Also gerade mal eine bessere Glühbirne kann man damit betreiben. Also das ist natürlich sinnlos, aber es geht da Ihnen ja eher ums Prinzip. Ja, und richtig. Das ist ein wissenschaftliches Grundlagenexperiment und ich wollte mir damals nur selber die Frage beantworten, ob ich mit meiner Philosophie, ich habe ja gesagt, ich mache nicht Physik, ich mache Philosophie, ob ich mit meiner Philosophie richtig war, dass man aus dem Vakuum diese vorhandene Energie nutzen konnte. Und als ich das gemacht habe, war mir ja nicht bewusst, dass es sowas wie eine Raumenergiegemeinde gab. Ich habe das aus meinen Schulphysikbüchern zusammengesucht, ich habe das aus Fachpublikationen der Universitäten zusammengesucht und dann kam ich zu der Theorie und dann musste ich mir das einfach, weil ich selber ja auch skeptisch war, dann musste ich mir das einfach selber mal im Labor aufbauen, um zu analysieren, ob ich denn da überhaupt richtig liege. Und erst als mein Laborexperiment bestätigt hat, als wissenschaftliches Grundlagenexperiment, das Ganze macht Sinn, erst da habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich damit an die Öffentlichkeit und publiziere, man kann diese Raumenergie so wirklich wandeln. Und erst nachdem ich das rausgebracht hatte, kam diese Raumenergiegemeinde auf mich zu. Erst da habe ich diese Leute kennengelernt. Wenn Sie allerdings sagen, publizieren, dann haben Sie jetzt also keinen peer-reviewten, kein peer-reviewtes Paper in einer der großen anerkannten Publikationen noch bislang zumindest veröffentlichen können? Ja, das ist einfach so, dass die großen Zeitschriften sowas gar nicht ernsthaft angucken. Also von den Peers, ich habe es mal zu einer großen Zeitung geschickt, von den Peers kamen dann in der Regel Fragen zurück, aus denen klar ersichtlich war, die haben nichts mit meiner Arbeit zu tun und die haben auch meine Arbeit nicht gelesen. Die haben da selber irgendwas fast fantasiert und Fragen gestellt und das war's dann. Und wenn ich dann versucht habe, diese Fragen zu beantworten, dann kam nur zurück, the file is now closed. Also es wurde auch an der Stelle jegliche Fachdiskussion komplett verweigert. Was soll man machen? Jetzt kommen wir mal zu dem tatsächlichen leistungsfähigen Generator, denn das ist ja eigentlich das wirklich Interessante. Da führen Sie also die retardierten Felder nach Linard und Wichert ins Feld. Das heißt, Sie betrachten da jetzt die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des magnetischen und elektrischen Feldes. Ist so, also nichts kann sich schneller als das Licht ausbreiten, sonst könnte man auch Informationen schneller als das Licht übertragen, geht eben nicht. Kann man einen direkten Zusammenhang dieser retardierten Felder, nachdem jetzt also Ihr leistungsfähiger Generator auf Magnetfeldbasis funktioniert, Sie sagen, klar, dort ist einfach die Energiedichte auch höher im magnetischen Feld, daher kann ich auch leichter mehr größere Energien herausziehen, ohne dass jetzt also das Ding riesige Dimensionen annimmt. Aber ist diese prinzipielle Überlegung der retardierten Felder, ist die auch ausschlaggebend für den anderen, für den Rotor-Prototyp? Bei dem Zusammenhang habe ich noch nie ganz verstanden. Es gibt da einige sehr gute Vorträge und auch der, wo Sie gesagt haben, also Raumenergie für Kinder, glaube ich, oder so ähnlich, wo Sie also erklären, wie aus dieser endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit des magnetischen Feldes sich beim Zubewegen von abstoßenden Magneten ein Abschwächungseffekt der abstoßenden Kraft ergibt und beim Auseinanderbewegen eine Verstärkung des abstoßenden Effektes. Das wollen wir jetzt da gar nicht noch einmal aufhören. Es ist auch jetzt im Radio relativ schwierig. Sie erklären das eigentlich sehr gut
ich habe mir da wirklich mal hingesetzt, mir das durchgedacht. Man kriegt ein bisschen einen Knoten im Hirn, vor allem wenn man nicht gewohnt ist, derartige Dinge sich durchzudenken. Aber meiner Meinung nach ist es nachvollziehbar und Ihre Überlegung ist meiner Meinung nach korrekt. Gut, meine Meinung. Also ich habe da zumindest keinen Widerspruch entdeckt, sonst hätten wir uns die Sendung heute am Abend ersparen können. Ne? Ja, ich hatte auch schon Besucher von Universitäten, das ist witzig. Seit ich dieses Video gezeigt habe, kam einer und zuvor auch, also es kamen auch von verschiedenen Universitäten Leute zu mir nach Wolfenbüttel und haben sich diese Geschichte mit den retardierten Potenzialen angeschaut, also gerade diese Erklärung, Magnetmotoren erklärt für Kinder. Und die haben mir witzigerweise alle zugestimmt, dass es auf diesem Weg Sinn macht. Das Lustigste war, da hatte ich mal bei der Straße der Experimente an der Uni Gießen mit einem Physikprofessor von dort auch das besprochen und der sagt, dann muss man ja die Magneten mit einem ernsthaften Prozentsatz der Lichtgeschwindigkeit, also mit ein paar Promille der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ich sage, ja, das ist richtig. Sagt er, dann bin ich ja beruhigt, dann kriegen Sie nie was hin. Warum ist er dann beruhigt? Ja, das ist eben die typische Reaktion der Unis. Dann bin ich beruhigt, das heißt, dann brauche ich ja nicht umdenken, sie schaffen das ja im Hobbyraum zu Hause nie. Ja. Ja, auf das kann man dann noch zu sprechen, weil das ist natürlich tatsächlich, also sie brauchen da 270.000 Touren. Also, wie gesagt, wenn man sich also jetzt diese Videos ansieht, dann können Sie eigentlich sehr schön zeigen, dass also dieser Verstärkungs- und Abschwächungseffekt passiert und dass also diese Bewegung, diese relative Bewegung der Magneten zueinander, dass die irgendwie verstärkt wird aufgrund dieses Effektes der retardierten Felder. Finde ich großartig. Diesen Teil, den kann ich ja nachvollziehen und den finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Gibt den Zusammenhang zum Rotor, den habe ich nie ganz verstanden. Kann man den in ein paar Sätzen erklären? Der geht noch ein bisschen weiter in die Philosophie zurück. Und zwar, wenn ich sage, die Felder breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, das ist praktisch ja die Grundlage, dann mache ich Folgendes. Ich sage, ich stelle mir, das habe ich auch auf den Vorträgen immer mit so konzentrischen Kreisen veranschaulicht. Dann sage ich, ich stelle mir eine Ladung als Punktladung vor und lege jetzt eine Kugelschale mit endlicher Dicke um diese Ladung. Und jetzt schaue ich zu, wie das Feld sich mit Lichtgeschwindigkeit in den Raum hinein ausbreitet und verfolge diese Kugelschale bei ihrer Ausbreitung durch den Raum. Und da wird natürlich das Volumen immer größer mit der Zeit, die Energiedichte immer kleiner. Und dann rechne ich mit Volumenintegralen aus, wie viel Gesamtenergie diese Kugelschale enthält und beobachte, dass die Kugelschale permanent an Energie verliert, was eigentlich nach der reinen Energieerhaltung völlig unlogisch wäre, weil die Kugelschale als solche ja sich permanent ausbreitet, ohne Energie aufzunehmen oder abzugeben. Es ist ja keine Quelle oder Senke im Sinne von Divergenzen und Rotationen drin. Das heißt, ich stelle fest, diese Kugelschale bei ihrer Ausbreitung gibt ständig Energie ab und jetzt frage ich, wo geht diese Energie hin? Dadurch, dass sich die Kugelschale eben mit der Lichtgeschwindigkeit, mit der endlichen Geschwindigkeit ausbreitet, verliert sie, das habe ich eben mit dem Volumenintegral nachgerechnet, dadurch verliert sie an Energieinhalt und jetzt frage ich, wo geht diese Energie hin? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir Folgendes, jetzt bringen wir in diesen Feld- und Energiefluss ein Rotorblatt oder irgendeine Metallscheibe hinein, die das Feld schlagartig abschirmt, wo sozusagen die Feldstärke schlagartig auf Null geht, weil die Metallfläche ja die Energie, weil die Metallfläche die Feldstärke völlig abschirmt. Und dann merke ich, da muss die Energie, die da fließt, in der Metallplatte bleiben. Das berechnen die Elektroingenieure zum Beispiel auch unter dem Namen Spiegelladungsmethode. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Luftballon reibe und halte ihn an die Zimmerdecke, wird er auch hochgezogen. Oder wenn ich Lineal reibe und elektrostatisch auflade, dann zieht es Papierschnipsel an. Das ist im Prinzip dieser Effekt. Mhm. Und das kann ich zurückführen auf den Energieverlust in einem geschlossenen, laufenden Volumen. Also dadurch, dass, jetzt bringe ich es auf einen Satz nun endlich und fasse die lange Rede zusammen, dadurch, dass das Feld sich mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet,
hat ein in sich geschlossenes Volumen, bei dessen Ausbreitung einen Energieverlust. Und dieser Energieverlust, der geht von Feldenergie in Raumenergie weg. Und aus diesem Verlust kann ich ein bisschen Energie entziehen, indem ich da zum Beispiel eben so ein Rotorblatt reinbringe. Mhm. Das ist komischerweise für mich nicht so nachvollziehbar wie also das mit den beiden Magneten, aber okay. Okay. Es ist ein bisschen weiter hergeholt. Mhm. Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich drauf kam. Also ich okay. muss zugeben, da muss da um einige mehr Ecken denken, das ist eine Tatsache. Gut. Kommen wir zu den beiden Magneten, die sich also mit einer sehr hohen, muss man betonen, Relativgeschwindigkeit bewegen müssen, damit wir da also jetzt in die Bereiche kommen, wo also die Ausbreitungsgeschwindigkeit des magnetischen Feldes, wie gesagt, bei beiden, was wir jetzt besprochen haben, im elektrischen Feld, im magnetischen Feld, wenn das jemand nachvollziehen möchte und nicht einfach nur sagt, das ist alles Blödsinn, dann, sie bringen das eigentlich recht gut in ihren Vorträgen und also zu sagen, das ist Blödsinn, ist ja okay, nur muss man das halt irgendwie begründen und da kommt nie was. Also ja, genau. Okay, das ist, da sieht man es auch im Chat, da gibt es dann, beide sagen, das ist Blödsinn, aber sie sagen nicht, warum. Na gut, ich kann ja auch nicht, für mich ist es ja auch schwer zu glauben, aber ich kann zumindest also diese beiden Magnet, diese Geschichte mit den Magneten nachvollziehen und daher, was soll ich sagen, es ist verblüffend und wenn das jetzt also wirklich funktioniert, Sie haben das durchgerechnet, ich habe das nicht alles nachgerechnet, weil also da würde mir der Kopf rauchen und müsste meine Analysiskenntnisse wieder rauskramen, da habe ich keine Lust dazu. Das glaube ich Ihnen jetzt einfach, ich sehe mich da jetzt auch nur als Radiomoderator und nicht als Wissenschaftler, Gottes Willen. Wenn jetzt also diese beim Magneten sich mit hoher relativer Geschwindigkeit bewegen, ist also nachvollziehbar, entsteht da eine Verstärkungseffekt. Noch einmal der Hinweis auf Ihre zahlreichen Vorträge, wo Sie das teilweise sehr schön erklären. Und jetzt ist jetzt aber das Problem, dass diese Relativgeschwindigkeit sehr hoch sein muss. Wir haben einmal gesprochen am Telefon, da haben Sie gesagt, ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit. Na, ein Zehntel, so weit muss ich nicht gehen. Ich sage einige Promille der Lichtgeschwindigkeit. Also wenn ich ein Zehntel, also 10% der Lichtgeschwindigkeit hätte, ja. dann würde ich so irre viel Energie wandeln, da würde ich vermuten, dass mir hier das Material um die Ohren fliegt. Okay, dann habe ich das irgendwie falsch irgendwie mitgekriegt. Also einige Promille der Lichtgeschwindigkeit heißt aber noch immer, dass Sie also in dieser Apparatur, die Sie sich da ausgedacht haben, auf 270.000 Touren beschleunigen müssen. Ja, ich habe verschiedene Beispiele gerechnet. Und wenn ich sage, ich nehme zum Beispiel eine Scheibe mit so einem Durchmesser von 10, 20 Zentimetern und ich mache dann 200.000, 300.000 Umdrehungen, dann komme ich an den Punkt, wo ich sage, jetzt merkt mir, dass es anfängt, Energie zu wandeln. Und dann ist es natürlich so, je größer die Scheibe, je höher die Drehzahl, umso mehr Energie kann ich rausziehen. Ja. Aber bei 270.000 Touren, das ist jetzt natürlich in Relation zu sehen zu dieser Apparatur, die Sie sich da ausgedacht haben. Vielleicht kann man das auch noch drücken. Aber da ergibt sich dann wirklich eine brauchbare Ausbeute. Ne? Gut, die 270.000, die habe ich immer zitiert, weil ich gesagt habe, man kann bei Ford, glaube ich, war das ein Turbolader im ganz normalen Automobilbereich, also in so einem kleinen Serienfahrzeug kaufen, der 270.000 Umdrehungen macht. Und mit der Drehzahl komme ich sicher prima zurecht. Also ich denke, dass man auch bei 200.000 schon anfängt, die ersten paar Watt zu merken. Und wenn sie bis 400.000, 500.000 hochgehen, dann kriegen sie halt viele Kilowatt. Aber wir sind eben da in einem Bereich, der beim Turbolader im Automobil aus Drehzahlsicht schon in Großserienproduktion preisgünstig realisiert wird. Und deswegen macht es halt Sinn, da tatsächlich auch Geräte zu bauen. Das heißt, 270.000 ist jetzt nicht die Untergrenze, so habe ich das nämlich verstanden. Nee, das ist nicht die Untergrenze, sondern ich habe einfach gesagt, 200.000, 300.000 Umdrehungen, da kommen wir auf messbare Raumenergiewandlung, da passiert was. Wir können natürlich auch vielleicht mit 100.000 Umdrehungen oder mit 50.000 Umdrehungen schon die ersten paar Watt kriegen, aber je höher die Drehzahl wird, umso mehr Leistung kann ich aus dem Raum ziehen. Das ist so, dass die erzielbare Leistung etwas stärker als mit der zweiten Potenz
mit der Drehzahl steigt. Also die Leistung P ist etwa proportional zu Omega hoch 2,3, 2,5 so. Also das heißt, wenn ich die Leistung verdoppelt, dann, Entschuldigung, ich wollte sagen, wenn ich die Drehzahl verdoppelt, dann habe ich auch schneller mal die 5- bis 6-fache Leistung. Okay, kurz im Chat ist jetzt zum Beispiel jemand verwirrt, weil der versteht jetzt irgendwie gar nichts mehr, weil wir von expandierenden Kugelschalen gesprochen haben. Das war also eine modellhafte Vorstellung der Ausbreitung eines elektrischen Feldes ausgehend von einer Kugelladung. Wie gesagt, diesbezüglich verweise ich nochmal auf die zahlreichen Vorträge, die Sie da machen. Ist schwer nachzuvollziehen, ich habe mir da schwer getan, aber... Also tja. Was mich an der Stelle immer sehr beruhigt, ist Folgendes. Dieses Modell mit den expandierenden Kugelschalen ist schwer nachzuvollziehen und ich konnte nicht jeden überzeugen, schlichtweg, weil es sehr, sehr kompliziert ist. Aber ich habe es trotzdem an der Uni Magdeburg nachweisen können. Das Modell mit den Magneten, was ich jetzt habe, das ist sehr einfach und klar und überzeugend und jeder, der es liest, sagt, ah, so einfach ist es. Yeah. Und wenn es dann so klar ist, dann gehe ich davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, noch viel größer ist als bei dem elektrostatischen Rotor. Und darum nehme ich an, dass es auf jeden Fall gehen muss. Ja, das ist eben das Problem, das nehmen Sie an. Aber hier ist es eben schwierig, einen Prototypen zu bauen, weil wir in Umdrehungszahlen von 200.000 bis 300.000 Touren sind. Und da muss ich sagen, Sie sagen, das ist kein Problem. Ich habe nichts gefunden, das in diesen... Also gut, das sagt gar nichts. Aber also ich habe auch wieder mit ein paar Leuten gesprochen... Physikern in dem Fall, jetzt keine Leute, die jetzt Maschinen bauen, aber also im Netz eine Recherche, da habe ich gar nichts gefunden, was also irgendwie über 10.000, 20.000 Touren geht. Oh, ja, leider. Sie brauchen nur mal eintippen, 1 Million Umdrehungen pro Minute und dann sehen Sie ein Forschungsprojekt von der ETH Zürich, die haben kleine Motoren gebaut mit einer ganzen Million Umdrehungen pro Minute. Vielleicht war das Problem. Ich war vielleicht zu bescheiden. Ich habe nach ein paar hunderttausend Touren Umdrehungen pro Minute gesucht. Also das ist machbar, keine Frage. Okay. Es ist allerdings so, auch dieses Projekt, wenn ich sage 1 Million Umdrehungen pro Minute, das ist kein Objekt, was einer im Hobbyraum macht, sondern das ist ein Projekt, was an einer Universität gemacht wird. Und man braucht auch wirklich professionelle Ressourcen. Im Hobbyraum kriegen Sie ein paar hunderttausend Umdrehungen nicht. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht ganz ungefährlich, wenn das Ding irgendwie, ich meine, da entstehen ja unglaubliche Fliehkräfte dann auch, ne? Ja, ja, natürlich. Selbst wenn die also, nur ganz kleine Massen haben, diese Magnete, aber, ne? Das ist kein Bastlerobjekt. Deswegen habe ich ja gesagt, ich gebe es auf, weil ich so mein kleiner Werkstattkeller, der hat so 3 auf 3,5 Meter. In dem Rahmen, wo ich vielleicht meine Möbel und meine Wasserrohre zu Hause reparieren kann, in dem Rahmen kann man sowas nicht basteln und darum hat es keinen Sinn. Drum lasse ich es lieber, weil ich mich da nur lächerlich mache. Ja. Schreibt er, es gibt ja auch für den Modellbaubereich Brushless-Motoren, die 50.000, 60.000 Umdrehungen schaffen, nehme ich an, ab 20 Euro. No, wusste ich zum Beispiel nicht, keine Ahnung. Wenn es so ist, wunderbar. Nachdem ich ja ursprünglich da fälschlicherweise angenommen hatte, ich weiß nicht, wie auf das gekommen bin, dass wir da bei so Relativgeschwindigkeit dieser Magnete 10% oder was oder im Prozentbereich der Lichtgeschwindigkeit sind, hatte ich mir die Frage notiert, die hat ein anderer Physiker, mit dem ich da gesprochen habe, gleich mal aufgeworfen, dass da ja vielleicht sogar schon die relativistische Massenzunahme eine Rolle spielt, aber da wir jetzt im Promillebereich sind, wahrscheinlich eher nicht. Oder? Also ich habe als ich es gerechnet habe, gemerkt, die ersten paar Watt kann ich auch schon wandeln, wenn ich bei einigen Zehntel Promille der Lichtgeschwindigkeit anfange. Gut, ein paar Watt ist natürlich auch wieder nur ein wissenschaftlicher Grundlagennachweis, aber wenn ich auf ein ganzes Promille der Lichtgeschwindigkeit gehe, dann kriege ich schon Kilowatt. Also hier ist sicherlich das super, wär, die Kilowatt, relativistische wow. Massenzunahme nicht von so großer Bedeutung. Ja. Und selbst wenn man dann in Bereiche kommt, wo also das heißt, wenn sich jetzt Körper der Lichtgeschwindigkeit annähern, dann nimmt ihre Masse zu und bei Lichtgeschwindigkeit ist sie, kann man dann zeigen, recht schön ist sie unendlich, deshalb kann nichts schneller als das Licht sich fortbewegen. Und wenn Sie jetzt hergehen und sagen, die Masse nimmt jetzt, sagen wir wirklich, man baut jetzt da ein Gerät, das wirklich Hochleistung ist und es ist jetzt bei, sagen wir, ein paar Prozent Relativgeschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit, Gott, dann wäre das überhaupt ein Problem, wenn dann jetzt die relativistische Massenzunahme zuschlägt? Oder ist es eigentlich dann nur eine Frage, man muss dann halt ein bisschen mehr Energie am Anfang reinstecken, um das ganze Werk zum Laufen zu bringen? Ja, im Grunde genommen ist das
kein großes Problem, denn in dem Moment, wo ich anfange, die ersten paar Milliwatt zu wandeln, wird das Ding ja aus der Raumenergie heraus beschleunigt. Und dann muss ich halt, wenn relativistische Massenzunahme passiert, etwas länger warten, bis das Ding auf Drehzahl kommt. In dem Moment, wo die Raumenergie anfängt, die Maschine zu beschleunigen, brauche ich ja keine Energie mehr reinstecken, um es zu beschleunigen, sondern das zieht ja aus Raumenergie. Und wenn ich nun die relativistische Massenzunahme auch noch aus Raumenergie versorgen müsste, dann müsste ich halt etwas länger warten, bis es auf hohe Drehzahl kommt. Das Problem liegt an einer ganz anderen Stelle. Das Problem liegt bei der Materialstabilität. Also ich muss schlichtweg die Dehngrenzen und die Zugfestigkeiten und so weiter des Materials einhalten, damit mir einfach das Ding bei der Rotation nicht zerbricht und auseinanderfliegt. Ja, das ist dann die Geschichte, wo Sie eben mit dem Haushaltsgeld von der Frau endgültig am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Ja, genau. Ausgewogen schaut, jetzt, das haben wir glaube ich auch in der letzten Sendung angesprochen, vielleicht noch einmal, wie groß wäre denn da jetzt der finanzielle Bedarf? Also die Energiewende, die wird ja nach Schätzung des deutschen Bundesumweltministers Herrn Altmaier so eine Billion verschlingen oder könnte eine Billion verschlingen. Ich meine, also nur ein wenige Bruchteile eines Promils davon würden wahrscheinlich reichen, dass sie da eigentlich recht gut weiterkommen, oder? Also ein Promille davon brauche ich bei weitem. Nein, wenig Bruchteile des Promille. Also ich würde sagen, wenn ich eine Billion nehme, ein paar Millionstel davon würden mir reichen. Ja, das heißt, wir sind dann ungefähr bei, wie viel brauchen Sie eigentlich, um da jetzt einen Prototypen zu bauen? Also ich schätze mal so, man bräuchte ein Team. Ich bräuchte einen guten theoretischen Physiker, der noch an der Theorie ein bisschen weiter verfeinert. Ich bräuchte einen guten Elektroingenieur, der die elektronischen Schaltungen dazu macht. Ich bräuchte einen guten Maschinenbauer, der auch dieses Auswuchten und die maschinenbauliche Komponente schafft. Und zwei, drei Doktoranden, die auch im Labor da noch die Laborarbeiten machen. Wenn man so ein kleines Team zusammenstellt, sagen wir mal vielleicht meinetwegen 6, 8, 10 Leute so in der Größenordnung, eher 10, und gibt uns dann 3 Jahre plus minus ein bisschen was, dann sollte man eigentlich so ja irgendwo im Bereich von 10, 15, 20 Millionen das Ding vollständig auf die Beine stellen. 20 Millionen, um das Energieproblem der Welt zu lösen? Ja, das müsste sicher reichen. Ich muss schmunzeln. Aber ja, wäre natürlich ein Wahnsinn. Aber jetzt, nach 3 Jahren hätten Sie ein Gerät, das welche Leistungen hervorbringen könnte? Also einige Kilowatt, würde ich sagen. Einige Kilowatt? Also rechnen Sie nicht gleich mit ein paar hundert Kilowatt, aber meinetwegen ein halbes Kilowatt, ein Kilowatt, 2, 3, 4 Kilowatt, so in der Größenordnung müsste man nach 3, 4 Jahren sein. Wie groß wäre das Ding? Ja, also geplant würde ich sagen in der Größe eines Kühlschranks bis maximal eines Kleiderschranks. Also es sollte möglich sein, dass man sagt, ich stelle mir sowas in der Größe eines Kleiderschranks in den Keller und der versorgt mein Haus. Nee. Auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Was, wenn das wirklich passieren würde? Dazu dann gegen Ende der Sendung. Wir nähern uns eh schon dem Ende in großen Schritten. Vorher, also wenn noch nicht einmal die Bereitschaft da ist, sich ernsthaft mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Hat denn irgendwer das probiert, das sie da aufgebaut haben und ihre Arbeit bestätigt hat? Ich meine, ist das ein bisschen komisch und fast schon absurd. Ja, aus Übersee kommen die Fragen. Da kommt zum Beispiel aus Brasilien, wir würden Sie gerne an die Uni holen. Da kommt aus China, wir würden gerne mit Ihnen einen Peer-Review-Artikel schreiben. Aber wir möchten dann natürlich Co-Autoren sein und Sie müssten dann natürlich all Ihre Publikationen in Filica zurückziehen. Also das ist dann chinesisches Copyright. Aber das dann wirklich aus Büro von der Universitätsseite. Ja, und wäre das nichts? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich einfach sage, ich ziehe alle meine Publikationen zurück und gebe denen das Urheberrecht. Mhm. Also Interesse gibt's, aber noch nichts, wo Sie jetzt wirklich drauf eingestiegen wären. Also es müsste jemand einfach sagen, wir sind fair, du darfst es bauen und du darfst so weiterleben wie bisher. Naja, also ich wandere nicht aus nach Brasilien und ich wandere auch nicht aus nach China, definitiv nicht. Ich bleib hier. Also
da, glaube ich, haben sie schlechte Karten. Wenn sie das bauen, dann leben sie sicher nicht weiter wie bisher. Zumindest nicht, wenn sie Erfolg haben damit. Das glaube ich nicht. Was dann passiert, wenn die Kiste läuft, ist ein anderes Thema. Okay. Solange die Forschungsarbeit läuft, sage ich, wenn ich ausdrücke, ich möchte weiter leben wie bisher, dann drücke ich eben aus, dass ich nicht in irgendein komisches Land auswandere. Also komisch meine ich jetzt nicht abwerten, sondern in ein Land, in dem ich erst einen Kulturschock überwinden müsste, in dem die ganze Familie sich komplett umstellen müsste. Das kann ich meiner Frau und den Kindern auch nicht antun. Also das ist mir einfach zu ein zu starker Eingriff in meinen normalen Lebensumstand, nur um das Ding überhaupt bauen zu dürfen. Soweit zu gehen bin ich nicht bereit, sondern da sage ich, warum? Ich bin doch hier, ich komme doch hier zurecht. Lasst mich halt so leben wie bisher und lasst mich halt als Arbeit dieses Ding bauen. Wäre es die Sache nicht wert? Das Auswandern, ja gut. Und da muss man dann irgendwann auch sagen, meine Familie hat sehr viel mitgetragen. Und die sind bereit, also auch Zeit reinzustecken. Meine Frau hat auch, die ist ja auch promovierte Naturwissenschaftlerin, die hat auch konkret mitgeholfen. Aber so viel haben wir für uns definiert, dass wir sagen, der Preis eines sozialen Abstiegs, der ist uns zu hoch. Naja, wenn Sie jetzt nach Brasilien auswandern und dort auf einer Universität die Möglichkeit bekommen, dieser Arbeit nachzugehen, muss das ja absolut nicht einen sozialen Abstieg bedeuten. Na gut, ich weiß auch nicht, wie die Kriminalität dort ist. Also, wie gesagt, wir kommen hier eigentlich gut zurecht und da haben wir einfach mal für uns definiert, lasst uns hier in Europa das Ding bauen, da ist das immer zu Hause. Und wenn es eben nicht geht, dann geht es eben nicht. Also, ich habe keine Not. Ich bin bereit, diese Arbeit zum Wohl der Menschen zu machen. Aber dann bitte auch auf mich und auf meine Familie Rücksicht nehmen. Ja, kann ich natürlich auch nachvollziehen. Ich meine, es ist natürlich leicht gesagt, ja, also wenn er dann eben sowas bauen kann, dann würde ich, also ich würde dann ja alles Mögliche machen. Na gut, wenn man dann wirklich in der Situation ist, schaut es schon wieder anders aus. Mit 20 hätte ich auch so geredet, mit 30 vielleicht noch, aber ich bin über 50. Da kommen Sie irgendwann an den Punkt, dass Sie sagen, so, meine Eltern, die sind schwach, denen muss man noch ein bisschen helfen, die kann ich ganz sicher nicht nach Brasilien mitnehmen. Die Kinder kommen hier auf der Schule zurecht, wie ist es, wenn man umzieht, wie viele Jahre verlieren die dann? Das sind dann auch solche Dinge mit im Kopf. Ja, ja, okay, ich kann es verstehen. Darum sage ich, also, ich mache es gerne, ich freue mich, wenn ich es machen darf, aber es müssen die sozialen Bedingungen einfach bleiben wie bisher. Ja, klar. Warum sollten sie denn dafür bestraft werden? Ja, eben, genau. Ja. Gut, es kann natürlich sein, dass sie dann am Ende der 3 Jahre feststellen, funktioniert doch nicht. Aus irgendeinem Grund, auf den wir heute noch gar nicht gekommen sind, natürlich. Ne? Also, ja, das Risiko gibt es natürlich immer, gut. Na klar. Aber als damals Benz das Automobil gebaut hat, als die Gebrüder Wright das Flugzeug erfunden haben, so, da war immer die Frage vorher, wird es je funktionieren oder nicht. Ich meine, witzig ist zum Beispiel, ich zitiere mal nur aus Spaß, ich schweife ein bisschen ab damit, aber macht nichts, ich zitiere mal aus Spaß den Robert Mayer, der 1841, 1842 sowas, den Energieerhaltungssatz entdeckt hat. Der wollte den publizieren bei den Annalen der Physik und die haben ihn einfach ignoriert. Die haben gesagt, so ein Quatsch, da antworten wir noch nicht einmal. Ich habe an die Annalen der Physik hingeschrieben, da hat man mir noch gesagt, bring das Ding erst einmal ins Vakuum. Dann habe ich es ins Vakuum gebracht, danach haben die mich erst ignoriert. Aber das ist witzig, die Einführung der Energieerhaltung, die hat auf dieselben Schwierigkeiten stoßen müssen wie meine Arbeit. Dass ich sage, da ist ein neuer Energieterm mit aufzunehmen, nämlich die Raumenergie. Robert Mayer wurde 10 Jahre lang ignoriert und dann hat man ihm doch die Möglichkeit gegeben, das zu machen. Ja, jetzt warten wir halt, vielleicht kriege ich dann auch nach 10 Jahren die Möglichkeit. Ja. Gut, das Problem im Chat zum Beispiel, ich lese da nur ein Beispiel vor. Tarek hat einen Faible für Scharlataner. Scharlataner, auch eigenartig. Aber ohne irgendeine Begründung, warum er sie für einen Scharlatan hält. Und das ist das, was mir ein bisschen nervt. Also das tippt mir an, sowas. Das ist einfach ganz, ganz eigenartig. Warum, wenn ich nicht qualifiziert irgendeine Aussage über das, was über ihre Arbeit machen kann, dann
halte ich einfach den Mund und sage gar nichts. Aber okay. Ich habe keinen Faible für Scharlatane übrigens. Absolut nicht. Aber in dem Fall muss ich sagen, ein sehr spannender Ansatz. Es gibt auf diesem Gebiet auch unglaublich viele Scharlatane. Ich kann natürlich nicht hundertprozentig, bitte nicht böser Natur, aber ich kann natürlich nicht hundertprozentig ausschließen, dass sie irgendwann vielleicht dann kommen und sagen, haha, Edgepatch, ich habe euch alle reingelegt. Natürlich. Ich kann nur so weit gehen und sagen, okay, ich kann ihren Ansatz nachvollziehen. Ich kann zuschauen, wie sich das Ding da dreht. Klingt ausgesprochen vernünftig und die Perspektiven einer derartigen Erfindung sind enorm. Aber das ist ganz schwierig, darüber eine Diskussion zu führen. Und das schockiert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber gut, muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Ich nehme an, Sie müssen das auch zur Kenntnis nehmen. Ja, das ist sehr, sehr traurig. Das Problem ist wirklich, also dass ich sagen würde, Edge Page, ich habe euch reingelegt, das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Wenn, ja, dann höchstens, ich muss zugeben, dass ich mich getäuscht habe. Ja. Davon gehe ich aber nicht aus. Also wenn man skeptisch gegen meine Arbeiten ist, wenn man mich widerlegen möchte und glaubt, dass ich Scharlatan sei, dann sollte man mir eigentlich die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, das Ding zu bauen, weil man mir dadurch die Möglichkeit gibt, mich zu blamieren. Also wer nicht daran glaubt, müsste mir eigentlich die Forschungsressourcen geben, damit ich mich für den Rest meines Lebens auf die Knochen blamieren könnte. Und wenn es dann doch funktioniert, dann wäre vielen Menschen geholfen. Aber ich glaube eigentlich, habe ja auch mal einen Artikel publiziert, die Angst vieler Physiker, nicht aller, aber die Angst vieler Physiker vor der Raumenergie. Man gibt mir diese Möglichkeiten, mich zu blamieren, nicht. Und ich sage dann mal vielleicht, weil der ein oder andere befürchtet, dass ich ja doch recht habe. Ja, man weiß es eh nicht, Kruzifix, und ich verstehe das nicht. Wie gesagt, in den letzten Wochen, ich habe mir sehr viel darüber Gedanken gemacht, was würde das denn bedeuten, wenn sie denn recht hätten. Und ganz ehrlich gesagt, ich kann es kaum glauben, dass das wirklich so einfach nämlich vor allem funktionieren sollte. Ja? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Prinzip, ja, das sie jetzt aus diesen retardierten Feldern herleiten und der Relativgeschwindigkeit dieser Magnete und so weiter und dem Verstärkungseffekt, das ist dermaßen simpel eigentlich. Ein Problem, das ich damit habe, ist zum Beispiel, warum ist das eigentlich früher noch, sind Sie wirklich der Erste, dem das aufgefallen ist? Wenn es denn funktioniert? Aber einfach ist es nicht. Also stellen Sie sich vor, Sie müssen jetzt 300.000 Umdrehungen machen und die Scheibe hat einen halben Meter Durchmesser. Also das Prinzip ist einfach, aber die technische Realisierung, die ist überhaupt alles andere als einfach. Warum das früher nicht realisiert wurde, liegt schlichtweg daran, weil die technische Realisierung eben ganz, ganz schwierig ist. Das ist ein guter Punkt. Man hat wahrscheinlich in den 50ern, hätte man gar nicht dran denken können, sowas zu bauen. Also es ist in den 50er Jahren eine unvorstellbare Herausforderung, solche Drehzahlen und solche Laufgeschwindigkeiten zu machen. Ich kann auch erklären, der Benzinmotor ist ganz einfach. Ich nehme ein Benzin-Luftgemisch, mache einen Funken, dadurch expandiert das Benzin und treibt einen Kolben vor sich her und das Auto läuft. Das Prinzip ist immer ganz einfach. Die technische Realisierung, die ist überhaupt nicht einfach und da liegt das Problem. Und deswegen hat man es auch nie machen können früher. Und zu dem Thema Scharlatane möchte ich Ihnen auch noch eine Antwort geben. Das hatte ich vorhin einfach vergessen zu sagen. Es ist leider so, dass 99% oder mehr auf diesem Gebiet entweder Scharlatane oder Betrüger, es sind ja auch schon welche im Gefängnis gelandet, oder Betrüger oder Leute, die bewusst Menschen verwirren wollen, sind. Also es ist ein irres Problem. Es gab im Internet schon jemanden, der hat einen EMDR-Konverter nach Professor Turtur als Video ins YouTube gestellt und hat auch noch drunter geschrieben die Kontaktadresse und hat meine Adresse aus dem Internet rauskopiert als Kontaktadresse. Ich wusste von dem Burschen gar nichts. Der ist ein Betrüger, der nichts weiter tun will, als mich diskreditieren, indem er ein Fake ins Internet stellt, um meine Maschine lächerlich zu machen. Irgendwann haben dann Raumenergiefreunde von mir herausgefunden, der sitzt irgendwo in Mittelamerika, wahrscheinlich Mexiko oder die Region. Und es sind leider im Internet Menschen unterwegs, die sich als Professor Turtur ausgeben, von denen ich gar nichts weiß. Also es sind leider nicht nur Scharlatane, sondern auch Betrüger darunter und das macht irre Probleme. Das kann man vorstellen, ja, also ob sie nicht so genug hätten. Ich meine, mit dem technischen Problem, das sich da stellt,
wären sie eigentlich schon ausgelastet. Ne? Und dann noch diesen ganzen, dieses ganze Geschwurbel die ganze Zeit, das ist echt äußerst nervig. Dass die etablierten Wissenschaftler sagen, wir haben da Angst ranzugehen. Weil wenn man sieht, wie die mich im Internet teilweise mit Lügen, also siehe ein Video, von dem ich gar nichts wusste, wie die mich teilweise im Internet mit Lügen und Verleumdungen diskreditieren, da verstehe ich, dass man Sorge hat. Naja, ich verstehe aus verschiedensten Gründen, dass man Sorge hat. Ich meine, Sie haben gesagt, da ist jemand zu Ihnen gekommen, der hat dann gemeint, ach so, ja, da müssen Sie ja mit riesen Drehzahlen arbeiten, das kriegen Sie eh nicht hin, dann bin ich beruhigt. Das ist eine interessante Aussage irgendwie, weiß nicht. Ich werde dann eher enttäuscht, aber gut, beruhigt. Na, er ist halt beruhigt, also mir ist die Aussage absolut klar. Der hat sich mit den Worten dann umgedreht und ist gegangen, aber... Da standen auch andere Bürger aus der Stadt Gießen daneben und haben das gehört, wie der Physikprofessor von der Uni Gießen das gesagt hat. Mir ist die Aussage absolut klar. Das heißt, wie bei Galileo Galilei, wir wollen nicht durch das Fernrohr schauen, dann brauchen wir unser Weltbild nicht ändern. Wir wollen diese Drehzahlen nicht herstellen, dann brauchen wir unser Weltbild nicht ändern. Galileo Galilei hat gesagt, schau doch mal durch mein Fernrohr, dann seht ihr ja, dass er recht hat. Und ich sage, lasst mich doch halt mal diese Drehzahlen bauen, dann seht ihr ja, dass ich recht habe. Aber ja, man will es eben nicht. Soll er sich doch blamieren, der Tour? Ja, eben, genau. Ja. Ich wünsche mir, ich bin dafür, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu blamieren. Ja. Weil, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das würde mich wundern, wenn das wirklich funktioniert. Aber wenn es funktioniert, holla die Waldfee. Dann ist aber wirklich, also dann, ich habe versucht, mir vorzustellen, wie eine derartige Erfindung die Welt verändern könnte und was dann passieren würde. Und ehrlich gesagt, mir wird da, das ist ein bisschen gruselig, weil da sind, also die Mengen an Geld, die dann im Spiel sind, und Energie ist ein Riesenposten, die sind sehr groß und das, ja, man kann das nicht von heute auf morgen machen, glaube ich auch. Man braucht da wirklich dann einen Plan, wenn also jetzt irgendwann einmal, sollte jemals, und ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch, aber weil man sieht ja auch, also die Reaktionen auf ihre Arbeit, ich glaube nicht, dass sie, leider, ich glaube nicht, dass sie die Möglichkeit kriegen, sich zu blamieren. Ja? Aber wenn sie sich nicht blamieren würden, dann müsste man das wirklich sehr gut vorbereiten, weil da, das ist ein gesellschaftliches Erdbeben, das sie da anrichten würden, unter Anführungszeichen. Ja, was passieren würde, wenn ich mich nicht blamieren würde, das ist ein gesellschaftliches Erdbeben und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Kollege sagt, dann bin ich beruhigt. Ja. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe. Es gab mal einen Menschen in Nordrhein-Westfalen, der hat auf eigene Initiative zahlreiche Politiker angeschrieben. Die meisten haben nicht geantwortet und die geantwortet haben, da kam dann so, ja, wir werden die Sache im Auge behalten. Mehr kam nicht zurück. Also wahrscheinlich gibt man dem Turtur die Möglichkeit, sich zu blamieren, deshalb nicht, weil man Angst hat vor den gesellschaftlichen Konsequenzen. Was ist jetzt, wenn jetzt Leute, weil da schreiben gerade ein paar, sie wollen da jetzt irgendwie eine Spendenaktion ins Leben rufen, was wäre jetzt, wenn jetzt 20 Leute hergehen, nein, nicht 20 Leute, wenn jetzt tausende Leute hergehen und ein paar Millionen aufstellen für ihre Forschung? Wäre ihnen damit geholfen? Gut, man müsste das Geld dann offiziell über die Hochschule laufen lassen. Also ich bestehe darauf, dass privat über mich kein Geld geht, damit mir niemand was Böses nachsagen kann. Mhm. Aber wenn man das offiziell über die Hochschule laufen lässt, dann kann man ein Team zusammenstellen und solche Sachen machen. Das heißt, man würde dann quasi eine Stiftung oder so gründen mit diesen 20 Millionen, würde es der Hochschule anbieten, hoffentlich nimmt sie das dann an, richtet für sie dann quasi diese Forschungsstelle ein, stellt ihnen dann das Labor zur Verfügung und lässt sie halt einmal werken. Glauben Sie, würde sich eine Hochschule finden, die das dann macht? Das müsste man sehen, das wäre ganz normale Drittmittelforschung, die man dann macht. Also, warum wollen Sie das unbedingt über eine Hochschule machen? Gut, man könnte auch andere Möglichkeiten definieren, aber das müsste man mal in Ruhe überlegen. Also wenn jemand sagt, ich habe das Geld, dann müsste man sich einfach zusammensetzen und das durchdenken, wie was am besten geht. Bis jetzt hat sich aber noch niemand bei Ihnen gemeldet und gesagt, okay, das riskiert er jetzt einfach einmal. Ich meine, ja, gut. Genau. Ja, gut. Oder es gibt natürlich offensichtlich auch keine Initiative dazu. Das heißt, also Sie bestehen da jetzt nicht unbedingt, dass das durch eine Hochschule läuft, aber es müsste halt zumindest
quasi entkoppelt von ihrer Person. Sie wollen die Möglichkeit kriegen zu forschen, aber sie wollen sich, das ist ihnen durchaus anzurechnen, sich da jetzt nicht bereichern, sondern sie wollen da eben dieses Team anstellen und dann probieren. Ja, richtig. Also die Hochschule hat halt den Vorteil, ich bin ja an der Hochschule, also die hat halt den Vorteil, dass ich persönlich unangreifbar bleibe. Das ist, das hat auch damit was zu tun, dass ich sage, lasst mich in meiner Lebenssituation, mit der ich zurechtkomme. Und die Hochschule bietet natürlich auch sehr viele Vorteile. Man hat im Hochschulbereich Diplomanten und Doktoranden, die natürlich mit sehr viel Idealismus und Begeisterung sehr günstig mitarbeiten. Man hat zum Beispiel, wenn ich sage, ich brauche für einen Theoretiker einen starken Rechner, dann hat man im Hochschulbereich einfach einen Zentralrechner, der sowas macht. Wenn ich sage, ich brauche Werkstätten, mechanische Werkstatt, elektronische Werkstatt oder so, dann sind im Hochschulbereich einfach die Werkstätten da. Also das hat einfach auch aus der personellen Situation heraus, wenn man ein Team anstellt und sagt, ich brauche euch alle für 3-4 Jahre, das kann man eigentlich, und danach löst sich die ganze Struktur wieder auf, das ist eigentlich blöd, so in der freien Wirtschaft, die alle nur befristet einzustellen. An der Hochschule kann ich sagen, ich stelle die Doktoranden ein, die haben dann nach 3-4 Jahren ihre Doktorarbeit fertig, kriegen ihren Doktortitel und dann gehen die sowieso raus in die Wirtschaft und hatten die halt eine spannende Doktorarbeit, das passt sozial verträglich für die Doktoranden gut rein. Also das hat einfach einige praktische Vorteile. Kleines Beispiel, für jeder hört halt immer nur das, was er hören möchte. Kommentar im Chat, kein Cent an ihn bitte. Wenn derjenige zugehört hatte, dann würde er verstehen, dass Sie das gar nicht wollen, dass dieses Geld richtig, an Sie gehen würde. Aber okay, ist ja egal. Ihm einer Meinung, keinen Cent. Ja, genau. Sind wir mit ihm einer Meinung. Keinen Cent an Sie Meinung, direkt. Keinen Cent an mich, das richtig. Geld bitte an die Hochschule. Oder eben an eine Stiftung oder wie auch immer. Gut. Wir können halt sogar ein bisschen überziehen wahrscheinlich, weil die nächste Sendung erst um 21 Uhr startet. Ich möchte mich noch zumindest ein paar Minuten auf Ihr Buch eingehen. Ich habe das gelesen, Kausalität, Determinismus, Glaube. Finde ich wirklich ein interessantes Buch. Sie sprechen eigentlich hauptsächlich, geht es in diesem Buch um eine Betrachtung, und das ist eigentlich ein relativ philosophisches Buch. Sie haben da auch die Formel dann in den Anhang ausgelagert. Sie reflektieren darüber, ist unsere Welt kausal bzw. deterministisch? Was so viel heißt, kann man, wenn man jetzt beliebig genau messen könnte, den Ist-Zustand jedes einzelnen Partikels erfassen könnte man dann quasi beliebig in die Zukunft projizieren und Vorhersagen treffen. Und ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, weil ich geht es mal um was anderes. Und der wirklich interessante Schluss, auf den Sie kommen, ob er jetzt so stimmt, keine Ahnung, aber er ist für mich auch wieder durchaus nachvollziehbar, ist, zum einen ist es also so, dass diese Welt zwar deterministisch ist oder dass Kausalität existiert, allerdings dass die Welt ein chaotisches System ist. Das heißt, kleinste Abweichungen im Anfangswert ergeben völlig andere Ergebnisse. Und das andere Problem ist, man kann eigentlich, und da müssen sich jetzt Physiker drüber streiten, den Ist-Zustand nie ganz erfassen, weil zum Beispiel die Heisenbergsche Unschärfe ja sagt, man kann entweder die Geschwindigkeit oder die Richtung eines Teilchens messen. Die Geschwindigkeit oder den Impuls. Oder den Impuls, Entschuldigung, genau. Wie gesagt, ich bin im bestenfalls. Den Impuls oder den Ort, Entschuldigung, jetzt hätte ich es fast verwirrt. Ja, jetzt habe ich sie verwirrt, Entschuldigung. Also den Impuls oder den Ort, aber jedenfalls sind es gibt da zwei Größen, das ist eigentlich die Kernaussage, und entweder kann ich die eine beliebig genau messen, dann ist die andere völlig unklar, oder die andere beliebig genau messen, dann ist die eine völlig unklar, und daher ist die Welt, das ist zumindest ihr Schluss, nicht deterministisch. Finde ich äußerst spannend, weil man nicht einmal annähernd deterministisch, weil man kann, und man kann sogar aus der Theorie heraus zeigen, zumindest sagen sie das, dass man eben den Ist-Zustand nie unendlich genau, und das wäre ja dann die Forderung, um als chaotisches System quasi weiterrechnen zu können und zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen, die noch irgendwie mit der Realität korrelieren, wenn man das eben geht eben nicht. Ja? Das heißt,
man kann eigentlich, zumindest ist der Schluss in Ihrem Buch, man kann die Welt nicht vorausberechnen. Habe ich das jetzt ungefähr richtig zusammengefasst? Ja, danke für diese schöne Zusammenfassung. Sie haben das sehr anschaulich auf den Punkt gebracht. Danke. Okay. Und was aber in diesem Buch auch vorkommt, ist der Cultural Gap. Und da beschreiben Sie eben, wie eben Erkenntnisse oft, ich glaube, 100, 150 Jahre brauchen, bis die wirklich durchgesickert sind, ne? Oder bist du wirklich beim... können Sie da ein bisschen noch drüber zum Ende der Sendung, wir sind jetzt eh schon in der Überzeit, aber wie gesagt, die nächste Sendung startet erst um 21 Uhr. Können Sie darauf noch ein bisschen zu sprechen kommen, auf diesen Cultural Gap, den Sie da besprechen, auch in diesem Buch? Ja, dieser Cultural Gap ist ja je nach Fachrichtung sehr unterschiedlich. Also es gibt Fachrichtungen, wo man sehr, sehr lang warten muss, bis die Allgemeinheit das Wissen aufnimmt. Und es gibt andere wissenschaftliche Fachrichtungen, wo es schneller geht. Und nun ist gerade die Naturwissenschaft oder vielleicht sogar im Speziellen die Physik eine Fachdisziplin, bei der man besonders lang warten muss. Also wenn ich jetzt die Behauptung aufstelle, Cultural Gap hat 100 oder 150 Jahre, dann könnte ich das einfach mal so ein bisschen beispielhaft untermauern. Wenn Sie zum Beispiel sagen, was in den letzten 60, 80 Jahren gemacht ist, also Quantenchromodynamik, Quantenelektrodynamik, Quantenmechanik. Bei der Quantenmechanik fängt es an, dass die ersten Leute in der Allgemeinheit schon ein bisschen was verstehen, aber ist doch im Wesentlichen in der Allgemeinheit unbekannt. Also wenn ich jemand nach irgendwelchen Aussagen der Quantenchromodynamik fragt, dann werde ich in der Allgemeinheit, also in der Öffentlichkeit keine Antwort kriegen. Genauso wird es mir gehen, wenn ich nach der allgemeinen Relativitätstheorie, also das ist praktisch die Gravitationstheorie Einsteins, wenn ich da in der Allgemeinheit frage, da werde ich kaum eine Antwort kriegen. Und das sind so die Arbeiten der letzten 100 Jahre, die eigentlich durchgehend in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen sind. Das heißt, wenn man aufzählt, was da in der Öffentlichkeit angekommen ist, dann muss man weiter zurückschauen. Wenn Sie jetzt Newtons Gravitationsformel anschauen, zwei Körper ziehen sich gegenseitig an, das war 1600 Ungrad, also da liegen wir wenn man zurückschaut, sicher bei über 300 Jahren, das ist durchweg anerkannt. Also das, wenn Sie Schulkinder nach der Gravitationsformel fragen, so die Klassenkameraden von meinem Sohn, die wissen sowas. Das heißt, 300 Jahre ist eine Zeit, wo mit Sicherheit die Allgemeinheit schon mitbekommen hat, was die Vordenker der Physik gesagt haben. Deswegen muss das Cultural Gap irgendwo zwischen 100 und 300 Jahren liegen. Und es war auch immer so, wenn man zurückschaut, also wenn ich zum Beispiel jetzt auf Galileo Galilei, auf Kopernikus, das kopernikanische Weltbild zurückschaue, bis die Allgemeinheit der Menschen so eine Aussage aufnimmt und es allgemein verbreitet und verstanden ist, da war es auch in der Geschichte der Physik in der Regel so, dass man sagt, 100 bis 200 Jahre, dann ist das Wissen rum. Mhm. Müssen wir jetzt 100 bis 200 Jahre warten, bis da irgendwas weitergeht in Sachen Raumenergie? Nein, das fürchte ich nicht, also das hoffe ich nicht. Die Aussagen von Casimir, die sind zum Beispiel von 1948. Feynman hat ja für die Vakuumpolarisationsereignisse sogar einen Nobelpreis bekommen, auch 1948. Also Tatsache ist, dass diese Geschichten zur unbekannten Energie des Universums, die gehen auch schon 60, 70 Jahre zurück und die Zeit wird auch schnelllebiger. Also ich denke, wir haben, wenn man sagt, wir warten 100 bis 150 oder wir warten vielleicht 100 Jahre, bis es rum ist, dann haben wir dieses Cultural Lag wohl zu über der Hälfte schon überstanden. Also ich denke nicht, dass es noch 100 Jahre dauern wird. Es dauert ja auch noch. Nehmen wir an, man würde mir die Möglichkeit geben, mich zu blamieren. Nehmen wir an, ich würde es schaffen, mich nicht zu blamieren und das Ding tatsächlich zu bauen. Akzeptieren wir einfach mal das, was ich an der Uni Magdeburg gemacht habe, oder akzeptieren wir das, was das MIT publiziert hat. Na gut, dann muss ja unbedingt der Zusammenhang bestehen zu Ihrer Arbeit, oder? Bitte? Zwischen dem MIT-Paper und Ihrer Arbeit muss ja nicht... Nein, da muss kein Zusammenhang bestehen. Ich will nur sagen, akzeptieren wir einfach mal solche Arbeiten, dann wissen wir, dass es sowas gibt wie Overunity. Mhm. Es geht mir jetzt nur ums Cultural Lag, es geht mir nicht um den Zusammenhang, sondern es geht mir einfach mal darum, wie lange dauert es, bis die Allgemeinheit begreift,
dass es da noch irgendwas gibt. Aus verschiedensten Arbeiten, da können wir auch zum Beispiel den Raumenergiekonverter mit TÜV-Gutachten zitieren, der in Amerika schon rumsteht, also vom TÜV Rheinland, das Gutachten, oder Underwriters Laboratories haben da auch ein Gutachten geschrieben zu demselbigen Konverter. Also all diese Dinge, die könnte man jetzt zitieren, auch wenn kein Zusammenhang besteht. Es geht mir nur ums Cultural Lag. Und dann würde man sagen, da bekommt aus verschiedensten Richtungen die Allgemeinheit mit, dass da irgendwelche Dinge sind, die bisher noch unbekannt sind. Und deswegen, das läuft schon so viele Jahre, dass ich meine, also bis es jetzt die Motoren gibt, die jeder zu Hause im Keller stehen hat, da gehen auch noch mal ein paar Jahre ins Land und dann ist das Cultural Lag sowieso auch schon überwunden. Das passt zeitlich auch zusammen. Mhm. Cultural Lag heißt es. Ich habe es Cultural Gap genannt, glaube ich. Oder ist ja egal, also es gibt oder beide auch, Begriffe. Okay, beides. Also das heißt jetzt, nach dieser Cultural Lag, Gap, was auch immer Theorie, müsste es dann bald soweit sein, Ihrer Meinung nach? Ja, das müsste dann, also ich schätze, das kann keine 10, 20 Jahre mehr gehen und dann sind wir soweit. Ob es jetzt aus Europa kommt oder von Übersee, das ist dann egal. Also ich habe immer gesagt, ich habe alles Open Source publiziert, sollen es die Leute bauen. Vielleicht hat auch jemand selber gute Ideen und macht was. Es gibt ja auch irgendwo Forschungsinstitute, die insgeheim forschen und vielleicht erst publizieren, wenn sie was haben. Sollen sie es bauen und dann kommt es irgendwo aus der Welt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch länger als 20 Jahre dauert, bis es rum ist. Ja, das wäre natürlich wunderbar. Allerdings, wie gesagt, die Veränderung, die unsere Gesellschaft dann auch noch mitmachen müsste, ganz zu schweigen von der Verantwortung, die wir natürlich dann auch haben, mit so einer Art von Technologie dann umzugehen. Und naja, vielleicht. Die sind enorm, absolut enorm. Also keine Ahnung, wie das gehen soll. Das finde ich fast noch schwieriger eigentlich als die Technik wahrscheinlich ist, wenn es denn wirklich geht, die gesellschaftliche Problematik. Die ist ein ganz großes Problem, natürlich. Das dürfte wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum die offizielle Seite so sehr zurückhaltend ist, wenn man schlichtweg auch Angst hat, die gesellschaftlichen Veränderungen dann zu managen. Allerdings muss man da immer sagen, wenn sie es nicht machen, dann geht irgendwann das Öl aus und die radioaktiven Abfälle der Kernenergieerzeugung werden so viele, dass sie noch viel schlimmere Umwälzungen managen müssen, als wenn sie die Raumenergie nutzen. Und letztlich ist es doch so, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Raumenergie nutzen kann, dann steht uns Menschen sehr viel mehr Energie zur Verfügung. Das sagen mir zum Beispiel meine afrikanischen Studenten, das wäre doch klasse, dann könnte man mehr Wasser entsalzen, dazu braucht man viel Energie, dann könnte man die Sahara bewässern. Wasser durch die Sahara-Pumpen braucht auch viel Energie. Dann könnte man plötzlich das ganze Land zum Blühen bringen, hat keiner mehr Hunger in der Region. Dann könnte man, unsere deutsche Automobilindustrie, die wird doch eigentlich dadurch begrenzt, dass das Benzin zu teuer ist. Also wenn ich fürs Benzin nichts bezahlen müsste, ich würde viel mehr spazieren fahren, wenn man dann noch dazu die Umwelt nicht schädigt. Das heißt, wenn ich plötzlich doppelt so viel Auto fahre, dann müssen die Autofirmen doppelt so viel Autos herstellen. Da kommen irre viel Arbeitsplätze. Zum Beispiel all diejenigen, die jetzt Erdöl pumpen und transportieren, die werden dann alle gebraucht, weil man unheimlich viele Raumenergiekonverter bauen muss. Da kommt also plötzlich eine Vollbeschäftigung auf uns zu. All diese Dinge muss man einfach da nochmal sehen. Und ich denke, wenn man die Raumenergie auf diese Weise nutzt, dann wird man viel weniger umändern müssen, als wenn man mit Kernenergie und Erdöl die Umwelt zerstört und wartet, bis die Rohstoffe ausgehen und wir dann plötzlich im Kalten sitzen. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn es funktioniert. Letzte Frage, das möchte ich noch kurz eingehen. Wie gesagt, die Liste da ist ja, ich hätte, glaube ich, 3 Seiten schreiben können an Fragen. Terawatt und Lutech, Sie weisen da auch in Ihren Vorträgen immer darauf hin, da gibt es anscheinend sogar schon Patente auf Overunity. Was mir aber dann überhaupt nicht eingeht, ist, ja, aber wo sind denn dann die Geräte? Das wäre doch der Verkaufsschlager schlechthin. Also speziell bei dem Lutech stand mal eine Zeit lang im Internet, dass es in Hongkong ein Konsortium oder sowas gab namens Evergreen Enterprise Limited, die die Patente mitsamt der Maschine aufgekauft hätten. Und wenn sie seither an die Erfinder, an diesen Britz und wie hieß der andere, an diese beiden Lutech-Erfinder hinschreiben, dann kriegen sie keine Antwort mehr, sondern nur noch ein lächelndes Bild, uns geht's gut. Also
Es erweckt den Eindruck, dass die Patente schlichtweg für viel Geld in Schubladen gelandet sind, möglicherweise um eben gerade irgendwelche Veränderungen noch ein bisschen warten zu lassen. Es gibt ja auch im Internet so eine Adresse, die heißt Pace Wiki Suppression, also kann man googeln. Pace Wiki steht für Pure Energy Systems, also PES für Pure Energy Systems Wiki und Suppression wie Unterdrückung. Und dann findet man auch Statistiken über tausende aufgekaufter Patente. Also es kann gut sein, dass man auf die Weise da noch die Menschheit ein bisschen warten lässt. Oder denen geht es so gut, weil sie mit Scharlatanerie Leute dazu gebracht haben, ihnen unglaublich viel Geld für ein Patent zu zahlen, das keinen Groschen wert ist, weil es einfach nicht funktioniert. Naja, auch eine Möglichkeit. Ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Und vielleicht haben ja diese ganzen Firmen das probiert im stillen Kämmerlein und sind draufgekommen, nein, es funktioniert nicht, lassen wir den Turtle und diese ganzen anderen Spinner reden. Möglich ist es ja. Ne? Bei dem Lutech speziell wäre es zwar im Grunde wie bei jeder Firma, von der man nichts mehr hört, irgendwann die Möglichkeit, aber es gibt ja ein Gutachten. Die Société Générale de Surveillance ist ja immerhin der größte Gutachter dieser Erde. Mit über 59.000 Mitarbeitern und die haben diese Maschine ja offiziell geprüft und zertifiziert und die bestätigen ja sogar die Overunity mit einem Wirkungsgrad von 1440%. Also da stand lange Zeit im Internet sogar das Originalgutachten mit der Unterschrift des Erstellers von SGS. Also der hat mit seinem privaten Namen dafür unterschrieben, dass das Gutachten echt ist. Da erwarte ich eigentlich nicht, dass es nur Scharlatanerie ist. Ja, ich würde mal da nicht erwarten, aber wenn es keine Scharlatanerie ist und da sogar schon Gutachten geschrieben werden von Zertifizierern und dann geht noch immer nichts weiter, ich verstehe es nicht. Aber Herr Turtle, wir müssen es gleich mal an dem Punkt belassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, erstens mal natürlich für Ihre Arbeit, für Ihre Zeit. Wir haben da jetzt fast 90 Minuten oder was gesprochen. Ja, ich finde es nach wie vor einen äußerst spannenden Ansatz. Sollten Sie irgendwann einmal die Möglichkeit bekommen, sich zu blamieren, durchaus unter Anführungszeichen zu verstehen, ich glaube, dann müssen wir auf jeden Fall widersprechen. Wenn sich sonst irgendwas tut, würde mich das natürlich auch sehr freuen. Und ansonsten sage ich, machen Sie sich halt ein schönes Leben. Irgendwer wird es dann, wenn es funktioniert, wird es schon irgendwann kommen. Ne? Ja, das ist im Prinzip das, was jetzt die Perspektive ist. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr interessante und sehr faire und offene Interview, das mir wirklich gut getan hat. Ja, ich mache das reiner Neugierde, ne? Also, was soll ich sagen? Danke Ihnen und ja, würde mich freuen, wenn wir hier wieder mal sprechen, wenn es einen Anlass gibt sozusagen. Ja, genau. Vielen lieben Dank. Auf Wiederhören. Tschüss.